Guten Morgen, Leute. Es ist definitiv kein Morgen mehr, aber ich starte an dieser Stelle meinen neuen Vlog. Ich habe irgendwie wieder die Vloglust. Also ich habe einfach so ein Mitteilungsbedürfnis und das kann ich immer durch Vlogs sehr gut stillen. Heute ist Mittwoch, heute war ein kurzer Unitag, den ich aber blöderweise verpasst habe. Also ich war heute nicht in der Uni, obwohl ich in der Uni hätte sein sollen. Aber ich habe einfach richtig gemerkt, ich konnte einfach nicht aufstehen. So, mein Körper brauchte einfach den Schlaf und den habe ich ihm jetzt einfach mal gegönnt. So. Und ich sitze jetzt gerade am Computer. Ich habe so ein paar Problemchen mit YouTube. Ich konnte die letzten paar Wochen meine Videos nicht monetarisieren und ich muss jetzt durch jedes Video klicken. Bei jedem Video nochmal 7 Punkte anklicken, weil man seine eigenen Videos so einstufen muss, ob sie für Werbung geeignet sind, was sie ja meistens bei mir sind, weil ich habe ja so keinen vulgären Content, ich habe keine Schimpfwörter, ich habe keinen Rassismus, sonst was in meinen Videos. So, ich habe halt, man kann es auch sagen, ist kinderfreundlich, whatever so, auch wenn es keine typischen Kinderthemen sind so, aber ich muss das jetzt bei jedem Video anklicken und ich habe 540 Videos auf meinem Kanal. Ich bin da jetzt schon seit, sagen wir gut, 20 Minuten dabei und ich habe locker gerade mal 15 Videos geschafft. Also ihr könnt euch denken, wie ich hier heute den ganzen Tag sitzen werde. Nicht nur heute, sondern die nächsten paar Tage wird es wahrscheinlich dauern. Oh mein Gott, also ist halt so die ganze Zeit das Gleiche, es fuckt einen einfach nach einer Weile ab. So, aber natürlich werde ich das selber machen. Und ich will mich jetzt auch eigentlich nicht darüber beschweren. So, bevor jetzt Leute sagen, First World Problems. Auf jeden Fall. Heute steht auch nichts Besonderes an. Ich muss auf jeden Fall zur Post. Ich habe heute Morgen schon bei Vodafone angerufen. Ich musste was mit meinem WLAN fixen. Das funktioniert jetzt auch alles wieder, außer dass ich die ganze Zeit aus meinem WLAN gekickt werde. I don't know why, aber das WLAN funktioniert jetzt. Ist jetzt, läuft jetzt auf meinen Namen, also alles klappt. Dann muss ich heute noch zur Post wegen dem GEZ-Beitrag. GEZ, I see you out there. Als ich diesen Brief bekommen habe, ne, und gesehen habe, wie teuer das ist, ich so... Ja, deswegen muss ich noch zur Post und ich denke, ich bekomme heute auch noch ein Paket. Wenn ich das heute nicht bekomme oder wenn das heute kommt, wenn ich nicht weg bin, muss ich das dann halt morgen abholen. Und ich muss auf jeden Fall heute wieder ins Gym, weil ich war diese Woche nur Montag. Ich war gestern, war ich auf einer Exkursion zusammen mit einem Verein von meiner Uni, waren wir bei RTL Nord und bei TVN. Also das war echt richtig cool, so einen Einblick zu bekommen. Wir konnten Fragen stellen. Uns wurde so ein bisschen so halt der Workplace gezeigt. Das war echt ganz cool, muss ich sagen. Und ja, deswegen war ich auch so kaputt, weil wir ziemlich lange unterwegs waren. Und ja, deswegen, ich bin halt so, wenn ich dann schon mal nicht zur Uni gehe, dann muss ich wenigstens die Zeit produktiv nutzen. Also ich nutze dann die Zeit nicht. Natürlich schlafe ich dann erstmal aus, aber dann nutze ich die Zeit, die ich dann habe, auch produktiv, weil sonst habe ich so ein schlechtes Gewissen, so, ich kann nicht anders, so. Und ja, auch noch eine Neuigkeit, ich habe morgen eine Gesichtsbehandlung, also da kann ich euch auf jeden Fall ein Vorher-Nachher zeigen. Das ist mein Gesicht vorher, wie ihr seht, momentan eine ziemlich schlechte Haut. Ich habe hier momentan sehr viele Unreinheiten um den Mundbereich herum, auch hier unten am Kinn leider ziemlich viele Unreinheiten. Ich weiß absolut nicht, wovon das kommt, aber ich mache auf jeden Fall eine Fruchtsäurebehandlung und das ist gegen Akne, gegen Unreinheiten, gegen auch so Unebenheiten einfach. Also ich habe auch viele Narben noch auf der Wange. Wie ihr seht, das sind alles halt alte Akne-Narben. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es danach aussehen wird. Also merkt euch dieses vorher. Und in meinen Haaren ist ganz viel Öl. Ich dachte, die würden jetzt hart fettig aussehen, aber sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Also werde ich die wahrscheinlich später einfach halt zu einem Zopf machen. Ich werde dann halt auf dem Weg ins Fitnessstudio dann bei der Post vorbeifahren. Und ja, ich weiß noch nicht ganz, was ich für ein Workout heute mache. Ich denke, ich mache wieder ein Ganzkörpertraining mit Squats, mit Oberkörperübungen, mit Hanteln und so ein Shit. Ja, viele wollen gerne, dass ich euch mit ins Gym gehe. Aber ich gehe halt alleine momentan ins Gym und dann das zu filmen, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu awkward für ihr. Aber ja, ich habe jetzt auf jeden Fall hier dieses Lofi Hip-Hop Radio an, so ein bisschen chillige Beats und monetarisiere jetzt weiter meine Videos. Ich habe leider nicht im geringsten so viel geschafft, wie ich wollte, aber es ist jetzt schon 16 Uhr, so der Tag vergeht so hammerschnell. Das wird jetzt auch gleich schon dunkel, deswegen will ich mich jetzt noch schnell schminken, bevor es dunkel wird, weil
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man sich im Dunkeln, also ohne Tageslicht schminkt, dann sieht man manchmal richtig komisch aus. Deswegen werde ich mich jetzt schnell schminken. Und ich glaube, ich muss heute noch einkaufen, weil ich würde gerne heute Abend was Gesundes kochen. Ich habe auch Reis und die Sojasahne habe ich noch zu Hause, aber ich muss Gemüse kaufen. Ich brauche Brokkoli, ich brauche Champignons, ich brauche Tomaten, ich brauche, nee, Zwiebeln habe ich noch. Mais kann ich kaufen, Mais ist immer geil. Und ja, vielleicht, wenn ich finde, irgendeinen geilen Tofu. So ein bisschen Eiweiß für die Gains und so. Like. Welche Gains? Like. Naja. Leute, ich bin ready fürs Gym und das ist heute mein Outfit. Einfach eine schwarze Nike Leggings, von der das Nike-Zeichen übrigens ein bisschen abblättert. Meine liebsten Adidas-Sneaker und einfach so ein schlichtes schwarzes H&M Sportshirt. Ich mag das schön hochgeschlossen. Das heißt, selbst wenn ich mich bücke und sowas, kein Ausschnitt. So Leute, das ist jetzt meine Haut nach der Gesichtsbehandlung. Oh mein Gott, also, ne? Ich hatte ja schon oft schlimme Haut, aber das ist gerade wirklich, ja, hübsch, würde ich sagen. So sieht das jetzt aus und ich erzähle euch noch ein bisschen mehr, was genau jetzt gemacht wurde. Ich habe mir eigentlich einen Termin für eine Fruchtsäurebehandlung gemacht, aber sie hat mir dann ziemlich schnell erklärt, dass sich so eine Fruchtsäurebehandlung nur lohnt, wenn man dann auch 5 bis 6 Wochen wirklich wöchentlich eine macht. So. Und danach hat man dann halt das Ergebnis, so das gewünschte Ergebnis. Aber wenn man das einmal macht, bringt es nichts. Da ich in diesem Jahr jetzt aber nicht direkt so oft konnte und sie natürlich auch nicht unbedingt jede Woche freie Termine hatte. Und bald Weihnachten ansteht, wäre das schwierig geworden mit dem wöchentlichen. Deswegen hat sie gesagt, sie hat mir jetzt erstmal nur eine Reinigung gemacht. Also es war eine ganz normale Reinigung. Erstmal wurde, glaube ich, Waschgel benutzt. Dann kam so ein Dampf auf mein Gesicht. Dann hat sie alles schön rausgedrückt. Und sie hat gesagt, sie hat nur das Mindeste gemacht. Also sie hat nur das Wichtigste gemacht. Und sie hätte noch stundenlang weitermachen können. Also will ich gar nicht wissen, wie meine Haut nah aussieht. Also ekelhaft. Und vor allem halt die Pickel, die halt richtig dick unter der Haut und voll entzündet sind, die taten halt so weh. Also das war wirklich echt richtig schmerzhaft. Aber echt, die Kosmetikerin, so eine Liebe. Also so krass, voll die Lustige auch. Ich lag da halt so im Raum, während halt dieser Dampf kam und dann kam sie wieder und dann sie so, hast du mich schon vermisst? Ich so, auf jeden Fall. Und da meinte sie so, okay, nach diesem Schritt wirst du das aber anders sehen. Weil dann kam nämlich der Prozess, in dem sie halt alles ausgedrückt hat und oh mein Gott. Es sind halt die Schmerzen, die man kennt, wenn man an einer schmerzhaften Stelle einen Pickel ausdrückt. Genau solche Schmerzen sind das halt, nur dass sie halt noch tiefer greift und noch mehr drückt, weil sie halt, ne, bei anderen hat man ja diese Schmerzgrenze nicht so, wo man bei sich selber sagen würde, so, boah, okay, ich höre auf. Ne? Sie zieht dann halt durch. Und ich habe mir jetzt deswegen erstmal einen Termin gemacht für, ich glaube, der ist in circa 3 Wochen oder in 2 bis 3 Wochen ist der, glaube ich, circa, damit ich dann zu Weihnachten halt eine schöne Haut habe. Und dann werden wir im Januar wahrscheinlich mit der Fruchtsäurebehandlung anfangen. Und ja, dann wird man dort wahrscheinlich heftigere Unterschiede sehen. Also es ist gerade natürlich, dass meine Haut halt, gerade sieht meine Haut schlimmer aus als davor, aber circa in 2, 3 Tagen wird sie dann halt dafür besser aussehen. Also das ist halt, so sieht man halt erstmal aus, nachdem man bei einer Gesichtsbehandlung war. So, darauf muss man sich einfach einstellen. Das ist natürlich jetzt auch blöd, weil zum Beispiel heute wäre ich sonst zum Zumba gegangen. So werde ich natürlich nicht zum Zumba gehen. Ich will mich halt aber auch nicht schminken, weil sie meinte, ich soll frühestens morgen wieder Concealer drauf machen. Ja, ist halt jetzt schade. Aber auf jeden Fall wird heute noch eine Freundin vorbeikommen, denn wir müssen ein Projekt für die Uni machen, einen Vortrag. Und ja, das muss sie dann halt so ertragen. Das ist halt, sag ich mal, so ihr Problem, ne? So, ich muss mich ja selber nicht die ganze Zeit angucken, außer ich filme gerade. Like, looking good. Was kann ich euch noch erzählen? Das Ganze hat jetzt 39 Euro gekostet für eine Behandlung. Eine Fruchtsäurebehandlung würde jeweils 55 Euro kosten. Also, wenn ich 5 Wochen lang
jede Woche eine Fruchtsäurebehandlung machen werde, dann könnt ihr euch vorstellen, wie teuer das sein wird. Also es wird schon tief in meine Tasche greifen. Aber ich finde halt, es lohnt sich. Also es lohnt sich halt einfach, Geld in seine Haut zu investieren, weil es ist halt so die Haut. Wenn die Haut gut ist, fühlt man sich automatisch so viel besser. So, das ist einfach so. Und wenn man immer Pickel hat, die auch richtig wehtun, dann ist es auch einfach richtig unangenehm. So Leute, die nie richtig starke Akne haben, die können das halt vielleicht auch nicht nachvollziehen. Aber wenn man wirklich starke Akne hat mit richtig tiefen Pickeln, es tut so arschweh, wirklich. Es tut so heftig weh. Und das halt die ganze Zeit. Deswegen finde ich halt, es lohnt sich. Und ihr müsst bedenken, diese Haut wird man auch immer haben. Also finde ich, lohnt es sich immer, was Gutes für seine Haut zu tun. Ich habe auch überlegt, ob ich mir vielleicht nicht noch einen Hautarzttermin mache. Aber das ist ja immer schwierig. Wenn ihr das schon mal versucht habt, wisst ihr, es ist sehr schwierig, einen Hautarzttermin zu bekommen. Da muss man immer gefühlt 10 Jahre warten. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz. Und ich wollte euch zeigen, ich habe ein Paket von Gym Queen bekommen. Und zwar habe ich über eine App, also es gibt so eine App für Influencer, da kriegt man dann zum Beispiel Gutscheine. Also das wird alles über die App geregelt. Man bekommt dann zum Beispiel, hier war das jetzt so, ich habe einen 120-Euro Gutschein für Gym Queen bekommen. Durfte mir halt bestellen, was ich wollte und musste das dann in meiner Insta-Story zeigen. Und ich wollte euch jetzt zeigen, was ich mir ausgesucht habe. Es ist jetzt nicht gezwungen, dass ich euch das zeige, das ist jetzt einfach nur aus Interesse. So, zuerst habe ich mir hier so eine Packung Proteinchips bestellt im Geschmack Paprika. Ich liebe diese Chips. Dann habe ich mir diese Crumpies hier bestellt. Das sind so ein auf gesunde KitKats. Da habe ich mir auch so eine ganze Packung von bestellt, weil das einfach ein geiler Snack für zwischendurch ist. Da sind 14 Stück drin. Und wenn man Schokolade möchte, ne, dann ist es immer noch besser, die zu essen, als wenn man sich einen richtigen KitKat holt. Hier hat eine Riegel hat 105 Kalorien, 7,5 Gramm Fett, 11 Gramm Kohlenhydrate, 11,4 Gramm Eiweiß, also einfach ein bisschen besser. Es ist trotzdem eine Süßigkeit so. Also es ist trotzdem nichts, was man isst und sagt, oh, voll gesund. Dann, ich habe das jetzt hier schon alles eingeräumt, deswegen kann ich euch das nur so zeigen. Habe ich hier diese Queenella. Das ist halt so Nutella ohne Zuckerzusatz, deswegen können wir mal schauen. Wie sieht es mit den Kalorien aus? 100 Gramm haben hier 511 Kalorien. Ich glaube, bei Nutella ist es ähnlich. Ich glaube, die hat einfach nur ein bisschen mehr Eiweiß und ein bisschen weniger Zucker. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Unterschied ist. Auf jeden Fall habe ich die in der Sorte. Dann habe ich die nochmal in der Swell-Variante. Dann habe ich mir noch so Protein-Pancakes geholt im Geschmack Kinderschokolade. Die sind jetzt weiter hinten drin. Ich habe jetzt keinen Bock, die rauszuholen. Da hinten stehen die. Ich habe auch eben die ganze Küche geputzt, wie ihr sehen könnt. Alles clean, alles sauber. Habe die Mülltüten gewechselt und sowas. Ich mag das einfach, wenn man in die Küche kommt und es schön sauber ist, deswegen. Ja, und jetzt muss ich, glaube ich, Wäsche machen. Da habe ich noch ein dreckiges Geschirrtuch. Das kommt dann jetzt mit in die Wäsche, weil ich jetzt weiße Sachen wasche. Wenn ich halt jetzt nicht das Haus verlassen kann, da muss ich wenigstens die Zeit in meinem Haus gut nutzen. Deswegen werde ich jetzt erstmal die Wäsche machen. Dann mein Zimmer noch ein bisschen aufräumen, vielleicht nochmal durchsaugen, nochmal durchwischen und so ein Shit. Ja. Guten Morgen, Leute. Es ist Tag Nummer 2. Und das ist ein kleines Hautupdate. Ich benutze die Pflegeprodukte, die sie mir mitgegeben hat, aber es sieht jetzt momentan noch sehr schmerzhaft aus. Aber sie hat gesagt, ich kann mich ab heute wieder schminken. Das heißt, ich werde dann heute einfach ein bisschen Concealer drauf machen und werde dann heute auf jeden Fall zum Zumba gehen, weil da habe ich richtig Lust drauf. Ich habe gerade aber auch das Gesichtswasser und die Creme aufgetragen und die sind halt sehr antibakteriell, deswegen ist das gerade noch ein bisschen rötlicher, als es sonst ist. Aber ja, das ist so das kleine Update. Ich muss sagen, wenn ich mich im Spiegel angucke, dann sieht es schmerzhafter aus, aber es fühlt sich 1000-mal besser an. Also man fühlt einfach richtig, dass alles so unter der Haut halt einfach weg ist. Also nicht alles, aber das meiste. Und ich habe hier so um den Mund rum endlich keine Schmerzen mehr, außer dieser Bruder hier unten, der schmerzt sehr. Aber der Rest, so hier in dem Bereich, hatte ich sonst die ganze Zeit krasse Schmerzen. Und ja, es hat plötzlich so eine weiche Fläche, also fühlt sich ganz gut an. So, das ist jetzt wahrscheinlich die erste Stelle im Video, wo ich menschlich aussehe. Wie ihr seht, ich bin relativ ready gemacht. Ich habe meine Haare gemacht, habe mich ein bisschen geschminkt. Also ich habe echt nur Augenbrauengel drauf, meine Wimpern getuscht, Concealer drauf. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen einkaufen fahren. Ich werde jetzt zu DM fahren, ich werde zu Teddy fahren. Denn ich habe da letztes Mal einen Spiegel gesehen, den ich richtig schön fand. Und der hat einfach nur 10 Euro gekostet.
Und ich dachte halt so, komm, ich gucke erstmal im Internet, vielleicht finde ich da was Besseres. Aber ja, ich finde offensichtlich was Besseres, aber ich finde nichts Günstigeres. Und you know, we trying to save money out here. Deswegen fahre ich dann jetzt wieder zu Teddy. Ich hoffe, ich werde den Spiegel bekommen, sonst gucke ich einfach nach anderem Dekorationszeug. Ich will auf jeden Fall ein paar Kerzen für mein Zimmer. Ja, habe ich gesehen, gibt es bei Primark voll schöner, aber ich habe heute echt keinen Bock nach Braunschweig zu fahren. Deswegen wird es jetzt heute Teddy. Und dann gehe ich noch zur DM, ich gehe noch zur Rewe. Und ja. Ich habe einfach mal komplett vergessen, euch ein Update zu geben. Es gab den Spiegel nicht mehr. Like, ich bin extra losgefahren für diesen Spiegel und ich habe ihn nicht gefunden. Jetzt habe ich mich voll auf diesen Spiegel eingestellt und ich habe ihn jetzt nicht bekommen. Deswegen werde ich mich im Internet nach einem anderen umschauen. Statt also 10 Euro für einen Spiegel auszugeben, habe ich es in einen Sandwichmaker investiert. Denn ganz ehrlich, ist man ein Student, wenn man keinen Sandwichmaker zu Hause hat? Nein. So, das gehört einfach zum Studenten-Lifestyle dazu. Und jetzt habe ich endlich einen Sandwichmaker. Ich habe zwar keine Mikrowelle. Ich habe nicht so viele Sachen so zum Kochen, ne? Aber ich habe einen Sandwichmaker. Und ganz ehrlich, was braucht man mehr? Nichts. Und ja, heute ist ein ganz entspannter Samstag. Ich werde heute nicht rausgehen. Ich werde heute nichts übernehmen. Ich werde gleich noch einen Apfel essen. Ich werde hier ins Bett legen und werde einfach entspannen. Ich werde vielleicht noch ein bisschen was für die Uni machen und mehr nicht. Ich wäre heute sehr gerne feiern gegangen, aber like... Niemand wollte, wo ich mir so denke, bin ich jetzt nicht Studentin? So geht man nicht so gefühlt jeden Tag feiern? So, okay, ich bin echt so, gerade Anfang dieses Jahres bin ich sehr viel feiern gegangen. Ich bin echt so jedes Wochenende feiern gegangen. Ey, aber ich mag es halt auch einfach. Also ich tanze halt einfach voll gerne und so weiter. Und ja, es fehlt mir ein bisschen. Also Guys, wenn ihr dieses Video seht, so, geht bitte mit mir feiern, like. Ich werde jetzt vielleicht gleich auch noch ein bisschen Summerparty so alleine in meinem Zimmer machen. Like. So Leute, wie ihr seht, ich bin angezogen. Ich werde heute noch das Haus verlassen. Yay. Ich trage dieses Oberteil von Vero Moda. Und meine liebste Vero Moda bzw. Only Jeans. Dazu wahrscheinlich meine Air Force. Einfach meine Winterjacke. Und fertig. Und zwar ist es zwar nichts Spannendes. Es ist einfach nur essen gehen und dann in die Shisha-Bar. Aber es ist besser als gar nichts, denn ich hatte heute echt so dieses Gefühl, kennt ihr das, wenn man so zu viel zu Hause war? So, das hatte ich einfach die letzte Zeit und jetzt bin ich echt froh, mal wieder rauszukommen. So, auch wenn es heute nicht feiern ist, es ist aus dem Haus kommen. Yay! Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie glücklich mich das gerade macht, ja. And that's my look of the day. Und das ist mein Gym-Outfit heute. Ich trage diesen Adidas Sport-BH, dieses Sportshirt von H&M und meine liebste Lululemon Hose. Ich liebe die so sehr, wie ihr seht, ist die auch null durchsichtig. Und ich hätte die gerne noch in schwarz. Aber ja, die kostet halt, ich glaube sogar über 100 Euro. So, die kostet so 110 Euro, deswegen bin ich so, kinda expensive. Aber ja, ich glaube, ich kaufe mir die wahrscheinlich, also ich schenke mir die so selber zu Weihnachten. Oder ich wünsche mir die von meinen Schwestern, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, es ist zu teuer. Hi Leute, heute ist Montag. Warum musste ich so lange drüber nachdenken? Like, ich war eben einkaufen. Einerseits musste ich einkaufen, andererseits hatte ich einfach Bock, so ein bisschen rumzuspazieren. So kennt ihr das, wenn ihr noch Energie habt und Bock habt, irgendwie rauszukommen. Und deswegen spaziere ich dann durch Läden, weil bei dem Wetter kann man halt nicht draußen spazieren, so, dann spaziere ich halt durch Läden. Das Problem ist, ich gebe da immer mehr Geld bei aus, als ich es gerne hätte. Aber so ist das Leben. Ich dachte, ich stelle euch mal dahin, hock mich hier auf den Boden. Den Boden habe ich gestern gewischt, also kann ich da auch mit meiner Hose drauf. Und zeige euch jetzt nach und nach den Haul. Und da mich ja einige nach so günstigen Studentenrezepten gefragt haben, beziehungsweise nicht unbedingt günstig, sondern bei mir sind es eher einfache und leckere Gerichte. Also ob sie so die günstigsten Rezepte sind, denke ich eher nicht. Ich kaufe ziemlich oft Bioprodukte, ich kaufe ziemlich oft vegane Produkte. Und ich denke, das kommt immer teurer bei raus, als wenn ich nicht bio und nicht vegan einkaufen würde. Beziehungsweise bei Gemüse macht es ja keinen Unterschied, aber halt sowas wie Sojasahne
oder Tofu. Naja, ob Fleisch immer günstiger wäre, kann man nicht wissen, aber ja, auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mein Hort. Und ich zeige euch einfach mal erstmal so die Kleinigkeiten, und zwar einmal zartbitter Reiswaffeln. Es gibt keinen besseren Snack. Und vor allem, wenn man Zartbitter kauft, sind die auch vegan. Zur Info, ich ernähre mich momentan nicht komplett vegan. Ich versuche aber immer noch, so viel wie möglich vegan zu essen. Einfach weil ich laktoseintolerant bin. Like, wer laktoseintolerant ist, der kennt das. Man ernährt sich lieber laktosefrei. Und auf laktosefreie Produkte habe ich voll keinen Bock, weil preislich werden die dann, glaube ich, wieder ähnlich wie die veganen Produkte, also macht das dann auch keinen Unterschied. Und dann war ich noch bei Rossmann und wollte hier dieses Kit ausprobieren. Das ist das Rapid White Bleaching Power Set. Ich hatte von der Marke, hatte ich diese Bleaching Strips, und ich muss sagen, die sind okay. Also, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, meine Zähne waren nie sehr dunkel. Oh mein Gott, mein Akku blinkt. Wenn gleich meine Kamera ausgeht, dann heul ich. Ich bin gerade voll im Flow hier. Ja, und die haben so ein bisschen was gebracht, sagen wir. Und deswegen dachte ich, probiere ich das mal aus. Das kostet aber 15,99 €. Also, bevor ihr euch das kauft, wartet auf meine Meinung. Weil 15,99 €? So, dann ist eine Gerichtidee, eine Idee, die ich euch auch sehr oft auf Instagram poste. Und zwar ist es einmal Reis. Mein liebster Reis ist einfach der Basmati-Reis. Und ich kaufe immer diese in den Kochbeuteln. Man könnte natürlich den losen kaufen, der wäre noch günstiger, aber das ist einfacher und das ziehe ich persönlich vor. Dann habe ich für die Soße Soja Cuisine. Ich nehme immer die Soja Light, ich finde, die schmeckt auch gut, und ich denke, wenn man sich an den Light Geschmack gewöhnt, dann schmeckt das für einen auch gut. Also wenn man immer die mit mehr Fett isst, so klar, schmeckt das dann für einen nach Wasser. Aber das war so, wie wir früher immer weniger als 0,1% Fettmilch zu Hause getrunken haben. Und für mich hat so Milch geschmeckt. Und als ich dann zum Beispiel bei Freunden war, und das war zum Beispiel bei Freunden, die halt auch Kühe hatten, und ich habe deren Milch getrunken, ich habe noch nie sowas Abartiges getrunken. Also es ist eine volle Angewohnheitssache, ne? Und deswegen kaufe ich immer Soja Cuisine Light. An Gemüse kommt da rein Champignons. Ne, die Paprika ist für was anderes. Brokkoli, Zwiebeln und Mais, das habe ich aber zu Hause. Und dann das nächste Gericht sind Sommerrollen. Genau, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Das sind hier, das ist hier dieses Reispapier. Davon rollt man das ein. Den Tofu habe ich jetzt in meiner Handtasche, aber das ist der Tofu von Lidl. Das ist der beste Tofu. Und dann für die Sommerrollen noch eine Gurke und eine Paprika. So, dann habe ich noch Wilmers Burger Classic gekauft. Ich habe ja jetzt einen Sandwich Maker. Und deswegen, das ist mein liebster veganer Schmelzkäse. Dann habe ich von Alpro diesen Kaffee geholt. Wer den noch nicht probiert hat, das ist der leckerste. Brazilian Coffee and Almond Blend. Schmeckt schon ziemlich nach Mandelmilch, aber ich liebe Mandelmilch. Deswegen gefällt mir das. Und dann ist das nächste Gericht Soja Bolognese. Und da kaufe ich immer diese bio-veganen Sojaschnitzel für. Und ja, das sind meine Liebsten, die schmecken am besten, die kocht man, dann brät man die an mit Zwiebeln, dann Tomatensauce, man kocht Spaghetti und fertig ist die Soja Bolognese. Also ganz easy, ganz simpel. Und dann habe ich hier noch so einen Snack, das sind solche Crunchy Cubes, süß und salzig. Dann habe ich noch, man kennt sie, die Slip-Einlagen, die man immer mal so braucht. Dann noch Wattepads. Eine Duftkerze. Ich habe tatsächlich eine ganze Duftkerze aufgebraucht. Also ich mache voll gerne abends einfach nur eine Duftkerze an und mache Licht aus. Und deswegen gehen meine Duftkerzen immer sehr schnell leer. Und dann brauche ich noch so Ersatzgummis für meine Wimpernzange. Und das war es dann auch schon mit meinem Haul. Wenn ihr euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch und ein Abo. See ya! Ich habe wieder was bei Amazon bestellt, habe es aus Versehen wieder zu mir nach Hause geschickt, also an mein Elternhaus. Und meine Mutter war so lieb und hat mir das dann hier hingeschickt. Und da war einerseits was drin, was ich unbedingt für meinen Laptop brauche. Weil bei MacBook Air ist das so, man hat nur den einen Anschluss für das Ladekabel. Und ich brauche halt, um auf meine Speicherkarten Zugriff zu haben, brauche ich halt so einen Kartenleser. Den habe ich mir bestellt, den brauchte ich halt unbedingt, weil ich konnte schon so die letzten Wochen nichts hochladen. Wegen
wie heißt das, wegen AdSense. Und dann konnte ich jetzt auch nichts bearbeiten, weil ich diesen Kartenleser nicht hatte. Und deswegen war meine Mutter so lieb und hat mir den geschickt, weil der hat halt auch gute 25 Euro gekostet. Und ich hatte keinen Bock, dass ich mir den halt nochmal dann hier hin bestellen muss. Deswegen war meine Mutter so lieb und hat mir den hier hingeschickt. Und im Paket war zufällig auch noch das hier. Und zwar habe ich mir so einen Lichtervorhang geholt. Auch bei Amazon. Ich werde euch sehr gerne den Lichtervorhang in der Infobox verlinken. So sieht er aus. Ich finde den hammerschön. So, das hat man ja jetzt schon öfter auf Instagram gesehen. Und ich finde halt einfach, dass diese Wand, die sah mir zu leer aus. Und ich finde hier, finde ich, passen auch keine Bilder hin. So, deswegen habe ich mir überlegt, entweder eine Lichterkette oder vielleicht so ein Wandteppich. Aber da habe ich leider nichts Schönes gefunden. Und ich halte mir diese Wand frei für Bilder, die ich mir auch schon bestellt habe. Also ich werde mir da so eine schöne Bilderwand machen. Auf der Seite habe ich diesen richtig nicen Lichtervorhang. Also ja, so sieht der vom Nahen aus. Das ist einfach so ein Billo-Material. Der kostet auch einfach nur 14,99 €. Und das ist auch genau der Grund, warum ich den bestellt habe. Ich dachte mir so, für 14,99 € kann man nichts falsch machen. Guck mal, wie schön das einfach aussieht. Einfach krass. Also ich finde, das wertet halt so den Flair und den Vibe des Zimmers so krass auf. Deswegen, ja, bin ich da sehr zufrieden mit. Der hat auch so verschiedene Funktionen, dass der so flackert oder dass der so auf und ab dimmt und sowas. Aber ich finde ihn so schlicht einfach am schönsten. Und wie ihr seht, der macht auch echt gutes Licht. Also wenn ich jetzt vlogge, wenn es draußen schon dunkel ist, habe ich jetzt immer ein gutes Licht. Weil meine Deckenlampe macht nicht mehr so gutes Licht. Also das ist echt, ich bin richtig zufrieden. Ich bin gerade richtig glücklich. Und ja, also mein Zimmer gefällt mir immer besser. Es gibt klar immer noch so Kleinigkeiten, die mich stören und die ich noch verändern möchte. Aber ich mache das halt alles nach und nach, weil es ist ja nicht so, man kann nicht alles auf einmal perfekt machen. Und ja, ich habe ja auch andere Sachen zu tun, als mich den ganzen Tag um mein Zimmer zu kümmern. Deswegen ja. Aber es gefällt mir sehr gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ja, ich würde an dieser Stelle dann auch den Wochenvlog beenden. Ich habe diese Woche schon sehr, sehr viel mit euch gelabert. Ich hoffe sehr, dass der Vlog euch gefallen hat. Alle Sachen, die ich in diesem Vlog erwähne, packe ich euch in die Infobox. Also sollten es Klamotten sein oder sollten es irgendwelche Gegenstände sein. Ich packe euch möglichst alles in die Infobox, wie zum Beispiel meinen Fitness-Tracker. Wie gesagt, den Lichtervorhang. Ich weiß nicht, was ich euch alles noch gezeigt habe. Den Kartenleser, falls daran jemand Interesse hat, ich weiß es nicht. Aber ich bekomme halt echt oft Fragen. Kannst du das verlinken? Kannst du das verlinken? Deswegen verlinke ich euch einfach alles. So, während ich das Video schneide, schreibe ich mir dann auf, was ich alles erwähne. Also sollte ich etwas nicht verlinkt haben, dann ist es, weil ich es online nicht finde oder weil ich es vergessen habe. Also dann könnt ihr mir das gerne kommentieren. Und ja, ihr könnt mir auch gerne sagen, wie ihr diese heftig langen Vlogs auf meinem Hauptkanal findet. Ich habe bisher nur so lange Vlogs auf meinem Blogkanal hochgeladen und noch nie auf meinem Hauptkanal. Also bin ich sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert. Und ja, ich weiß, mein Make-up ist hart fleckig. Ich werde heute noch ins Hochschulkino gehen. Und zwar gibt es bei uns in der Uni so eine Veranstaltung. Ja, dass die immer halt so ein, in einem Hörsaal halt einen Kinofilm anmachen. Und das heißt dann Hochschulkino. Also einfach, wir gucken halt einen Film. So, jeder, der möchte, kann halt kommen. Und heute läuft Magic Mike. Und ich habe noch nie Magic Mike geguckt. Tatsächlich nicht. Und alle sagen so, oh mein Gott, wie kannst du nur noch nie Magic Mike geguckt haben? Deswegen gucke ich das heute. Und ja. Ich werde mit einer Freundin hinfahren. Das war es dann an dieser Stelle mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!